Gutes Spiel gemacht. Puttkammer, 1,92 Meter, soll jetzt verteidigen gegen beispielsweise einen Marco Kofler in solchen Situationen. Und das gelingt ihm nicht! Und da ist das Tor! Gebhardt mit seinem ersten Tor aus dem Spiel heraus. Drittes Saisontor, Timo Gebhardt. Per Kopf. Jetzt wird es hier rabiat, Spiel noch nicht wieder angepfiffen. Gelinka mit dabei, beschwichtigt. Gardawski, der Kapitän, versucht zu beruhigen. Und Gebhardt sieht jetzt natürlich erstmal die gelbe Karte. Fürs Trikot ausziehen. Und die Schiedsrichter beraten sich. Benjamin Brandt, Sascha Thieler, Timo Vlodarczak. Wer hat was gesehen? Unterwegs noch eine Tätigkeit. Benjamin Brandt bisher sehr souverän, auch in der Körpersprache. Gebhardt ist klar, der sieht gelb. Vorziehen, klare Gestik und nochmal gelb, gelb-rot. Ja, 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 ja. Und das ist doch so ärgerlich, sich das Trikot auszuziehen. Und rot für Butzen hinterher, habe ich das richtig gesehen? Also es geht weiter mit 10 Rostockern gegen 9 Magdeburger. Dafür ist er eingewechselt worden, Garbuszewski. Und dann ganz hinten eingelaufen mit hohem Tempo. Der Mann, der jetzt vom Feld muss. Gelb für Trikot ziehen, gelb danach für das Gewühl, in das er sich eingelassen hat. Und er glaubt bemerkt zu haben, dass die Idee, die Information da zu seiner gelb-roten Karte von Sascha Thielert kam. Deshalb beschwert er sich da nochmal. So. Butzen. Also für mich keine rote Karte im Fall von Nils Butzen. Jedenfalls nicht an dieser Stelle. Hat da natürlich nichts zu suchen. Muss da nicht hingehen. Aber es war auch keine Tätigkeit. Schwede. Schwede. Tobias Schwede. Abseits Scharheit. Abseits Scharheit.